Beatrice Egli gilt als der Sonnenschein unter den Schlagerstars. Die hübsche Schweizerin feiert seit ihrem DSDS-Sieg 2013 große Erfolge als Sängerin. In einem Interview spricht sie über ihre musikalischen Vorbilder und fällt ein überraschendes Urteil über Schlagerlegende Udo Jürgens. Über die Musik von Udo Jürgens hat Beatrice Egli eine klare Meinung. Er machte keinen Schlager. Für mich hat er der Musik ein eigenes Genre gegeben, sagt die 35-Jährige gegenüber Smago. Seine Texte und seine Musik haben mich immer total berührt, weil mich immer fasziniert hat, wie ein Mensch mit einem Klavier so viel sagen kann und so viel auf den Punkt bringen kann und dabei immer Charme und Leichtigkeit bewahrt, erklärt Beatrice ihre Bewunderung für den Kultsänger. Besonders die Stimme von Udo Jürgens hat Beatrice Egli berührt, da sie aus Hunderttausenden erkennbar war. Außerdem habe der Merci-Cherie-Sänger sie in jungen Jahren musikalisch inspiriert. Und er hat sehr früh der deutschen Musik einen anderen Hauch eingegeben. Und ich finde, bis heute geprägt, ist sich Beatrice sicher. Wer weiß, vielleicht dürfen sich die Schlagerfans ja bald auf eine schöne Coverversion eines Udo Jürgens-Hits von Beatrice Egli freuen.